Hi. Das Skript zu diesem Video wurde schon vor längerer Zeit aufgenommen. Zumindest der erste Teil. Wundert euch nicht, wenn ich ein paar Sachen erzähle, die wegen den momentanen Umständen keinen Sinn ergeben. Also ja, los geht's. Ach ja, Zähne. Die Dinger sind schon ziemlich wichtig, aber manchmal machen die Dinger schon harte Probleme. Zum Beispiel wie bei mir letztens, die Weisheitszähne. Sowas passiert ja eigentlich erst mit 18 oder wenn man halt älter ist, aber bei mir mussten die halt früher raus. Die Dinger hätten sonst einfach meine ganze Kauleiste zerfickt. Also bin ich eines wunderschönen Donnerstags zum Arzt gegangen und ja, das war eine Erfahrung. Ich ging also nichtsahnend in die Praxis. Meldete mich bei der wunderschönen Dame am Tresen an und hab mich dann da auch ganz normal ins Wartezimmer gechillt. Da ist dann auch nichts wirklich Erwähnenswertes passiert. Aber eine Sache ist mir aufgefallen und zwar hatten die da so einen Fertig-Kaffeeautomaten stehen. Also ihr wisst schon, diese Kaffeeautomaten, wo man halt ein 50-Cent-Stück reinwirft und dann irgendwie so ein Cappuccino bekommt, in dem mehr Chemie drin ist als in Katjas Und der Scheiß war halt kaputt. Die Sache ist die, ich war da halt ja schon mal dort gewesen, um eben überprüfen zu lassen, ob bei mir überhaupt die Zähne gezogen werden müssen, um halt einen Termin zu machen. Und der Scheiß war da auch schon kaputt. Und das war irgendwie 2 Monate davor. Was zum Fick, Junge? Der Scheiß war safe besessen. Naja, auf jeden Fall rief dann nach etwas Wartezeit die liebliche Dame an der Rezeption nach mir. Der Nächste bitte! Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt ein paar Betäubungsspritzen ins Maul bekommen und dann fing die OP auch an. Ich hatte übrigens auch die ganze Zeit so einen Lappen im Gesicht, irgendwie aus hygienischen Gründen und das sah sehr interessant aus. Dann hat der Arzt da halt rumoperiert und ja, es tat tatsächlich nicht wirklich weh. Es war meistens eher so ein Drücken im Maul, aber ja, es war okay. Es war okay. Aber, meine Lieben, aber, an einer Stelle hieß es vom Herr Doktor. Du wirst jetzt gleich ein kleineres Motorengeräusch hören. Keine Panik, okay? Aber jetzt mal for real. Der musste halt irgendwie mit einem Bohrer in mein Maul und Jungs, mein Schädel hat einfach so fucking vibriert. Was zur Hölle? Ich spüre die Schwingungen. Spüren Sie sie auch? Was ist heute eigentlich los? Danach kam noch die Phase, wo ich kaum was essen konnte und das für circa 2 Wochen. Aber mittlerweile geht alles wieder. Ich kann wieder fressen. Mein Maul blutet auch nicht mehr. Ich bin auch echt froh, dass ich nicht irgendwie blau angelaufen bin oder so. Also meine Backen sind halt nur etwas angeschwollen, aber ja. Schaut auf jeden Fall nächstes Jahrzehnt wieder rein, wenn ich wieder was Neues hochlade. Und bis dahin, ciao.